Wer so sagt, der fängt an mit der Moderation. Oh, hier, die Südkurve steht schon. Hier, du musst ja die Bombe. Ich mach dich immer mit. Ich mach das auch nicht. So, ihr Lieben, guten Morgen, Marc Kleeberg. Schön, dass schon so viele wach sind. Also dreimal mehr als gestern. Richtig. Und es werden alle, die jetzt tatsächlich noch denken, hier, sie können ein bisschen länger ausschlafen, um vielleicht jetzt die Fenster oben zu machen. Keine Chance, denn hier kommt unsere Stadtbahnfahrt zu. Amtierender sächsischer Meister der Fahrzeuganzüge. Vielen lieben Dank der Stadtfahnfahrenzug. Wieso klinge ich jetzt so blechern? Ist irgendwas geändert? Das ist einfach, dein Stimmvolumen ist weg von gestern. Ja, ist noch zu zeitig. Ja, deswegen, also, wir haben auch gehört, hier Stadtfahrenzug sind der alte Hasen. Euch muss man gar nicht vorstellen, ne? Obwohl, warte mal, dich habe ich noch nicht gesehen, oder? Bist du neu? Ja. Seit wann? Keine Ahnung. Also, wer hat denn Ahnung? Seit wann ist denn er dabei? Eigentlich schon ziemlich 5 Jahre bestimmt. Ach so, na dann. Was ist denn los? Was gab's heute früh zu essen? Schnitter. Ja, das weiß er noch. Siehst du? Geht doch. Schnitter. Gut, weil wir hatten euch ja auch mal gefragt, zwecks Nachwuchs und so, aber das machen wir dann ein bisschen später, ne? Ich denke mal, wir hören von euch jetzt erstmal was. Martin? Jürgen, kannst du mal kurz ans Mikro rantreten? Schau mal, ob das schon scharf ist. Scharf? Wie? Jürgen scharf, Mikro auch. Spitzkatze? Wow. Sehr gut. Ihr sagt an, was wir dann jeweils hören, ob das aus eurem aktuellen Programm ist, ob das was aus den Meisterschaften ist oder... Mhm. Okay. Also kannst du auch das Mikro benutzen dann, ne? Ja. Das mache ich. Sehr schön. Benutze es. Okay, gut. Ihr seid ja auch ein bisschen früh, ihr habt unten schon am Festanger gespielt und kommt noch. Kommt noch. Oh, das war Lind. Ist ja auch noch ein langer Tag. Und Vorbereitung ist immer wichtig. Tag 3 hier beim Stadtfest, dann lassen wir euch erstmal ein bisschen... Genau. Überlassen wir euch die Bühne und wir reden dann gleich nochmal, Jürgen. Viel Spaß erstmal mit dem Stadtfahrenzug der Stadt Marc Kleeberg. Viel Spaß! Thank you.
Mikro? Ja, jetzt ist wieder. Dein Mikro ist wieder scharf. Liebes Publikum, wir bedanken uns für den Applaus. Ich darf Sie jetzt noch einladen, uns und die sächsischen Spielleute im September nach Kreutsch zu begleiten, wo wir natürlich unseren Landesmeistertitel wieder verteidigen möchten und dabei Ihre Unterstützung brauchen. Am 14. bis 16. September in Kreutsch zur 28. Landesmeisterschaft der sächsischen Spielleute. Das Programm neigt sich jetzt dem Ende zu. Als nächstes für Sie komponiert,
Ende der 70er Jahre von Mitgliedern des Potsdamer Fanfarenzuges der Fanfarensound. In gewisser Weise ein Meilenstein. Es ist sicher eines der ersten Stücke, mit welchem von Naturfanfarenzügen Beat und Marschelemente miteinander sich überlagernd gespielt werden konnten. Des Weiteren, mit einem großen Internetkonzern hat das heute allerletzte Stück hier auf der Bühne gar nichts zu tun, denn der würde wohl am liebsten Tantiemen dafür kassieren, aber die Musik des heute letzten Stückes soll an die Weiten und Unwägbarkeiten des südamerikanischen Stromes erinnern und es gibt ihn auch schon länger als den amerikanischen Internetkonzern, den Amazona. Nach diesen beiden letzten Stücken marschieren wir weiter ins Festzelt, wo unser Konzert zusammen mit dem Fanfarenzug aus Neukirchen fortgesetzt wird. Allen, die hier bleiben, wünschen wir mit Fanfarensound und Amazona noch einen schönen Stadtfestsonntag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Jürgen Wiesner. Jetzt erstmal euer Zwischenapplaus noch. Ihr wollt jetzt ausmarschieren, muss ich mal fragen, Jürgen? Oder? Einen spielen wir noch auf der Bühne, wenn es recht ist, und danach marschieren wir aus. Okay, dann nutzen wir jetzt nochmal die Bühne auch und die Gelegenheit. Wir haben unseren Oberbürgermeister Carsten Schütze hier an unserer Seite. Und wir wollen nämlich nochmal auch ein kurzes Zwischenfazit geben. 3 Tage Stadtfest Markkleeberg 2018, hier das 27. Nicht stolpern. Schönen guten Morgen nochmal, Herr Schütze. Wir hatten Sie ja schon am Freitag, sowohl zum Start der 7-Seen-Wanderung vorne an der Startlinie, als auch dann im Anschluss hier auf der Bühne, gestern auch nochmal zur offiziellen Eröffnung. Und im Anschluss haben Sie dann Ihre alljährliche Bustour auch und heute Nachmittag glaube ich auch nochmal. Das Stadtfest hat in diesem Jahr das Motto Karussell der Träume. Und die Stadt selber hat ja auch viele, viele Träume, die sie auch gerne umsetzen möchten. Wir sehen es ja auch am Leitbild zum Beispiel, was im Rathaus hängt, was man sich noch anschauen kann, wo man auch ja mitwirken kann noch als Bürger. Haben Sie denn zum Beispiel gestern auf Ihrer Bustour auch so ein paar Träume oder Wünsche der Bürger erfahren? Also die Bustour erfreut sich natürlich immer größter Beliebtheit. Die Karten sind immer ganz schnell weg, die Touren sind ausgebucht. Das macht richtig Spaß, weil man zeigen kann, wie die Stadt blüht und wächst und was sich alles so entwickelt. Aber ganz am Anfang, jetzt möchte ich einfach nochmal dem Stadtfanfarenzug Markkleeberg danken, weil das ist heute auch schon der 3. Tag, wo ihr im Einsatz seid. Ich fand das ganz bemerkenswert. Am Freitagabend wurden alle Wanderer der 7-Seen-Wanderung wieder von unserem Stadtfanfarenzug auf die Strecke geschickt. Und das Stadtfest, das lebt von Markklebergs Vereinen. Und deswegen bin ich sehr froch, dass der Stadtfanfarenzug als sächsischer Landesmeister heute auch diese Bühne hiermit nutzen kann. Und ich sehe, es kommt sehr gut an. Der Beifall war schon groß und er wird noch größer. Wir werden gleich losmarschieren. Also vielen, vielen Dank an die Markkleberger Vereine insgesamt, die unser Stadtfest mittlerweile wirklich zu einem Vereinsfest machen. Ob das auch die Kirchen sind, die Freiwillige Feuerwehr, alle machen mit. Und wir Markkleberger gestalten sozusagen unser Stadtfest gemeinsam.